Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück. Wie geht's euch? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie geht es euch? Es ist jetzt 2 Wochen Schulschließung und ich glaube ungefähr 1 Woche, dass so die Geschäfte zumachen und immer mehr zumachen, die Geschäfte. Und ja, wie geht's euch? Fällt euch die Decke auf den Kopf oder ist es noch alles gut? Ich drehe den Kopf immer etwas zu dieser Seite, denn auf dieser Seite habe ich, das ist schon kein Ausschlag mehr. Deswegen nicht wundern, ich bin heute mehr so rum geneigt. Nachher schminke ich mich, vielleicht wird es dann besser. Der Hund zerpflückt den Karton. Wir waren ja gestern einkaufen und hatten euch mitgenommen. Wir waren im Lidl und es tat richtig gut, mal rauszukommen. auch wenn es nur einkaufen war, aber wenn man halt nur zu Hause ist, so wie ich, oder halt mit dem Hund spazieren geht, dann ist das Einkaufen schon echt was Besonderes. Und mein Mann hatte gestern frei und wir haben ganz viel dann im Garten gearbeitet und gechillt. Gechillt und gegrillt, und deswegen sieht die Küche so aus, wie sie aussieht. Der Bernd ist jetzt duschen und ich mache schon mal hier ein bisschen klar Schiff wenigstens. Ja, ich nehme euch wieder mit durch meinen Tag. Es ist Samstag. Normalerweise wäre heute Hundetraining. Das fällt ja leider aus. Der Hund ist ja mindestens genauso traurig wie ich darüber, wenn nicht trauriger. Ja, dem ist so langweilig. Ich habe sehr wenig geschlafen. Ich war mega lange wach heute Nacht. Ich habe euch schon erzählt, dass wir diese neue Serie gucken, also für uns neu, die ist bestimmt nicht für alle neu, Outlander, auf Netflix, und die ist so spannend, ich kann dann einfach nicht ausmachen abends. Deswegen habe ich sehr lange Outlander geschaut, heute Nacht oder gestern Abend. Alle haben schon geschlafen, nur ich nicht. Ich habe, ja, Outlander geschaut und ich freue mich jetzt schon, wenn ich die heute Abend weiter gucken kann. Wir haben auch einen Film geguckt gestern, weil ich glaube Prime, Amazon Prime oder nicht Amazon Prime, wer ist denn das andere? Sky. Sky hat all seinen Kunden 2 Filme geschenkt irgendwie für 5,99 €. Und dann hatten wir den neuen geguckt hier mit Will Smith. Gemini, der war auch richtig spannend. Also dafür hätte ich auch die 6 € bezahlt. Der war wirklich sehr gut. Sehr zu empfehlen. Also Gemini auf Sky. Auch sehr gut. Falls euch langweilig ist und ihr nicht wisst, was ihr gucken sollt oder machen sollt. Ja. Ich muss hier eben dieses Loch nähen. Im Pullover. Das ist gar nicht so einfach. Man wird auf jeden Fall die Löcher weiterhin sehen, aber, also nicht die Löcher, es ist halt genäht, aber es sieht besser aus als Löcher. Und unser Sohn schreibt dort oder hat dort einen Brief geschrieben fürs Altenheim, weil die doch alle keine Besuche empfangen dürfen. Und deswegen hat er halt einen Brief geschrieben. Und dieses Nähset, das ist voll toll, das habe ich mir bei Amazon mal bestellt, letztes Jahr schon. Und das hat mir schon richtig oft geholfen. Da ist immer jede Farbe, also für alles, was ich nähen musste bis jetzt, ist was dabei. Ist jetzt nichts Hochwertiges, aber für unseren Bedarf, den wir so haben, mal einen Knopf annähen oder so, reicht das auf jeden Fall. Und man hat halt immer alles schön beisammen mit Reißverschluss und alles schön ordentlich. Das mag ich. Und
sieht es immer noch ein bisschen, aber egal. Besser als Löcher. Guck mal, Calvino. Hm? Ist doch okay, oder? Ja. Und es ist zu schade, den wegzuschmeißen. Mit Löchern sieht es doof aus. Ja, das geht. Außerdem kann man ja eh nicht einkaufen gehen, jetzt wo alles geschlossen ist. Nur online bestellen. Könnten wir aber gleich auch mal gucken. Bei Online-Bestellung, weil du brauchst auch mal ein paar neue Anziehsachen, größere Pullover und alles. Mhm. Du bist gewachsen. So, jetzt mache ich uns was zu essen. Worauf hast du Appetit? Gar nicht. Hast du keinen Hunger? Mhm. Ich habe voll Hunger. Immer. Ich werde noch richtig zunehmen. Es wird nicht bei meinen 3 Kilo bleiben. Du hast 3 Kilo zugenommen? Ich habe 3 Kilo zugenommen, weil ich Nikotin weg habe und ich habe immer Hunger. Immer Hunger, Hunger, Essen, Essen. Du bist Smurfy. Ich bin Smurfy. Ich bin ein Beagle. Ja. Der Staubsauger darf wieder fleißig sein in der Zeit, wo wir rausgehen. Und ein Käffchen trinken. Wir waren ja gerade schon, bevor ich genäht habe und so, waren wir über eine Stunde spazieren. Unser Sohn und ich und der Hund. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in den Garten. Und ich habe was gemacht. Ich zeige euch das. Also das ist noch nicht fertig. Das ist jetzt nur Hefeteig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Germknödel. Das ist so lecker. Das habe ich früher. Also das kann man auch fertig kaufen, Germknödel. Das sind halt so Hefeklöße gefüllt mit Pflaumenmus und dann, also so kenne ich das halt, man füllt die mit Pflaumenmus oder man kauft sie fertig und dann macht man halt so Butter braun werden lassen, so anbraten, dass sie so flüssig und braun wird oder halt ich nehme Margarine, keine Butter. Früher habe ich Butter genommen und dann Mohn und Zucker gemischt und so darüber streuen. Das ist so lecker. Das ist so ungesund, aber so lecker. Und ich habe da so Bock drauf, seit ein paar Tagen schon. Deswegen mache ich die heute. Ja, und hoffe, dass ich nicht noch mehr zunehme. Obwohl noch ist mein BMI ja nicht beängstigend. Ich glaube, der ist bei 23. Ja. Kurz drin, um das Essen anzumachen. Und der Hefeteig ist schon richtig schön aufgegangen für die Germknödel. Ja, ich freue mich. Und das ist das Essen, was es heute gibt. Das sind ja Pellkartoffeln und Spargel. Das wollte ich nur eben anmachen. Ich hatte das schon vorbereitet, bevor ich rausgegangen bin. Wenn der Bernd gleich von der Arbeit kommt, dass wir dann sofort essen können. Den Spargel haben wir gestern im Lidl gekauft. 500 Gramm für 1,99. Da kann man echt nicht meckern. Wir haben 1 Kilo mitgenommen. Die Enden schneiden wir immer so ein bisschen ab. Und ja, Pellkartoffeln, da mache ich gleich Avocado-Matsche dazu. Also unsere Kräuterbutter in Gesund-Variation. Die kennt ihr schon aus vielen meiner Videos. Und dann ist das nachher unser Mittagessen. Ne, warte, ich habe was vergessen. Und zwar sollen hier irgendwo Falafel sein, sagt der Bernd. Oh je, und ich darf die jetzt suchen. Er sagt, er hat die hier irgendwo reingequetscht. Oh. Uah! Ja, lebensgefährlich hier. So voll ist das, sag ich euch. Ich glaube, ich sehe sie. Ja. Dann muss ich jetzt hier erst alles rausholen. Oh Mann. Ach, da sind sie. Original Falafel. Kichererbsen, dicke Bohnen, Zwiebel. Schauen wir uns gleich an. Ich räume eben auf. Da bin ich ja mal gespannt, wie die schmecken. 1 Kilo ist das. Das ist ein bisschen sehr viel. Wir haben hier bei uns im Ort so einen Tiefkühlladen. Da gibt es alles Tiefkühl. Und da hat Bernd die mitgebracht, aber da werde ich wieder was von einfrieren müssen. Da
Wir hatten in Ägypten immer die Falafel gegessen und die war so lecker. Und seitdem stehen wir da total drauf. Aber ich habe noch keine gegessen, die so lecker war wie die in Ägypten. Er ist auch noch zugange hier. Der ist echt klasse. Also ich habe den jetzt einen Monat und ich habe es noch nicht bereut. Ich habe jetzt so zweimal ungefähr den normalen Staubsauger rausgeholt, um halt so da zum Beispiel die Ritzen zu saugen, weil da kommt der natürlich nicht hin. Aber ja, der ist schon echt super. Also 20 Stück lasse ich jetzt draußen. Die haue ich gleich im Backofen zum Essen und die friere ich wieder ein für nächste Mal. Ich möchte jetzt aus diesem wunderschönen Hefeteig Kugeln formen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, die zu füllen. Sei es Berliner selber zu machen oder diese Germknödel. Aber es ist mir schon oft passiert, dass ich, wenn ich die gefüllt habe und dann gekocht habe oder frittiert habe, dass sie dann auslaufen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, die einfach zu formen und dann zu kochen oder zu frittieren. Ach so, wenn ihr Berliner machen wollen würdet, das wäre derselbe Hefeteig übrigens. Dann würde ich die einfach formen und frittieren und in Zucker schwenken oder wie sagt man, bestreuen mit Zucker und dann halt mit jeweils Marmelade, was ihr dazu haben wollt. Ich würde sie kochen, aber dann halt, dass die Füllung rauskommt. Deswegen mache ich das immer leer und dann auf dem Teller gibt es halt einen Klecks von der Marmelade oder dem Himbeer, ach, Pflaumenmus dabei. Das ist mein Tipp an euch, damit die nicht auslaufen, weil das ist dann echt eine Sauerei und das ist halt voll schade, weil das viel Arbeit ist, das Befüllen und dann ist es umsonst gewesen. So, jetzt muss man da so ein bisschen gucken. Ich knete den erstmal nochmal komplett durch. Normalerweise lege ich da nämlich ein feuchtes Tuch drüber und dann ist der oben nicht so trocken. Das habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen ist der oben etwas angetrocknet. Und ich forme ihn nochmal neu. Kneten, durchkneten. Und dann nehme ich mir eine kleine Kugel. Zeige ich euch. Und dann, wie in der Pizzeria, hier mit dem Ballen so richtig runterdrücken. Und so lange so machen, bis der oben schön glatt ist. Und unten halt so. Zeige ich euch, was ich meine. Ich kann es nicht erklären. Es dauert ein bisschen. Vor allem muss ich auch wieder reinkommen. Ich habe das lange, lange nicht mehr gemacht. So, jetzt ist es oben schön glatt. Und jetzt drehe ich das um. So sieht es dann unten aus. Aber das ist ja egal. Und dann setze ich es hier drauf. Und das mache ich jetzt mit allem. Ein Stück Teig. Schön mit dem Ballen immer so flach drücken. Kreisende Bewegungen. So, oben ist es schön glatt und unten habe ich das wieder. So, daraus sind jetzt 9 Stück geworden und wenn ihr die kauft, also wenn man, das sind dann 3er-Packs, die Germknödel im Supermarkt und ich glaube, die kosten 4 oder 5 €. Da ist dann zwar schon eine Portion Pflaumenmus dabei und Mohn und so, aber das ist halt echt nicht zu vergleichen vom Preis her, wenn man die selber macht. Es ist wesentlich günstiger. Klar, man hat ein bisschen Arbeit. Das ist jetzt ein ganz normaler Hefeteig. Wer mitschreiben möchte, ich verrate euch mein Rezept. Es sind 500 Gramm Mehl, 2 Päckchen Vanillezucker, dann so ungefähr 1,5 Esslöffel normalen Zucker. Dann habe ich einen Schuss Öl reingemacht, Rapsöl, so ungefähr 2 Esslöffel. Und was ist da noch drin? Hefe, 1 Päckchen Hefe. Und lauwarmes Wasser. Und lauwarmes Wasser habe ich nicht abgemessen. Das mache ich immer so lange, so einen Schuss halt, bis der Teig eine gute Konsistenz hat. So, dass man den halt kneten kann, dass er nicht klebt und dass er nicht zu trocken ist. Also meistens, ich würde so schätzen, ungefähr 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Und dann lasse ich das Ganze ein bisschen stehen. So
circa eine Stunde und dann forme ich die so, wie sie jetzt hier sind und dann lasse ich die nochmal schön aufgehen. Und wenn ihr die dann ins Wasser macht, achtet darauf, dass das Wasser einmal aufkocht und dann runterstellen, dass es nur noch so siedend heiß ist. Es darf nicht mehr blubbern, weil wenn ihr die ins blubbernde Wasser kocht, dann lösen die sich halt so auf. Dann habt ihr so Schleim da drin. Also wirklich nur so siedend, Deckel drauf und dann 10 Minuten, ungefähr 15 Minuten mit geschlossenem Deckel kochen. Und dann das Endergebnis zeige ich euch nachher, wenn ich einen esse. Ich glaube, ich esse heute einen. Dann zeige ich ihn euch heute. Wenn nicht, dann zeige ich ihn euch in einem anderen Vlog, diesen Germknödel gefüllt. Das Problem ist, ich hoffe, dass alle von euch Mehl zu Hause haben oder dass ihr Mehl bekommt. Also, dass ihr ein bisschen Krisenvorsorge betrieben habt und Mehl zu Hause habt. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie lange mein Pflaumenmus noch haltbar ist. Und es ist 2016 abgelaufen. Also so 3,5 Jahre ist es abgelaufen. Ich werde es trotzdem essen, weil es ist halt komplett verschlossen. Und ich mache es gleich erstmal auf und dann probiere ich das und es wird schon schmecken. Also wird schon nichts dran sein. Und ja, viel Spaß beim Nachkochen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn, oder schreibt mir in irgendeinem Video dann unter das Video in die Kommentare, wie euch das geschmeckt hat. Ja. Ja. Befiehlt damit dem Autobauer General Motors die Produktion von Beatmungsgeräten. Ja. Na, wie schön die aufgegangen sind jetzt. Ich hatte da die Folie drüber gemacht zum Hochgehen. Ich rede mit meinen Freunden hier, Online-Freunden. Und 3 Stück werde ich jetzt zubereiten. Und man könnte die jetzt backen, frittieren oder halt kochen. Und wir kochen sie. So, wie sieht das jetzt aus? Ich weiß, das sieht nicht so lecker aus. Das ist das Pflaumenmus, was tatsächlich noch gut schmeckt, obwohl es so lange abgelaufen ist. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Komisch. Mhm. Warum? Von Marino schmeckt das besser. Echt? Okay. Mhm. Aber jetzt ist es After Egg oder wieder aus Versehen Waldmeister? Schmeckt irgendwie, naja, nach komischer After Egg. Okay. Smurfy, komm hier. Hier, komm. Smurfy, hier. Super. Muss mal ein bisschen kürzer halten hier die Leine. Oh. Der will ganz. Schmeckt das noch ein bisschen nach Erdnusseis? Erdnuss, Walnuss, Haselnuss, also Nusseis. Stimmt. Da wedelt das schön. So was Crunchiges hätte er selten, außer wenn das Hühnerhälften sind. Danke, Herrchen Bogart, schön frech. Jetzt hast du wieder den besten Freund. Guck mal. Ja, weil er auf das Große hofft. Zeig deine Beute. Nach über 7 Tagen können wir uns endlich wieder den Hintern abputzen. Mit sogar Vogelaufdruck. Die Leute haben ganz schön neidisch geguckt. Ich wusste gar nicht, was das war erst im ersten Moment. Bernd hat es nicht erkannt. Ich sagte, da ist Klopapier. Nein, doch, nein, tatsächlich. Endlich muss ich nicht mal den Stinkefinger nehmen. Jetzt denken alle, was sind das für Krisenvorsorgemenschen, die nicht genug Klopapier haben. Haben wir denn kein Klopapier mehr? Doch. Das haben wir. Anstatt 28, 29 Pakete. nicht Rollen, Pakete. Nein, Quatsch. Wir haben nur noch 2 Pakete. Ja, weiß ich nicht. Wir haben noch genug, aber wir haben jetzt eins mitgenommen. Aber auch keine 8 Pakete oder so. Wir haben noch durftest ja auch zwei, nur eins. 2 Pakete haben wir jetzt auch bei uns noch. Ja. Einer mal halt am Laden noch. Ja. Unsere Kunden, die immer Klopapierrollen manchmal klauen. Irgendwie haben wir da sehr hohe Fluktuation. Ja. Ne? Durchfluss, Abfluss, Wegfluss. Gut. Meist immer das Pinke. Und gewisse Menschen da. Wird das echte. Ja, weil die sind ja billiger, aber die bei mir nicht. Okay, wir verabschieden uns jetzt. Wir werden am Abend des Videos erzählst du immer am meisten und das muss ich immer alles rausschneiden. Jo, warum? Ich wollte eigentlich dieses Video nur beenden. Das ist jetzt schon 2 Tage her, dass ich das gedreht habe und ich habe es noch nicht geschnitten.
Und damit ich heute mit dem neuen Vlog anfangen kann, muss ich dieses Video ja erstmal beenden. Also, wir sehen uns morgen wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!